In diesem Video beantworte ich eure Fragen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Q&A hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, ich versuche die ja so einmal im Monat zu machen und frage euch immer in der Instagram-Story, was ihr gerne wissen möchtet. Und einige Fragen von denen, die ihr mir gestellt habt, beantworte ich in diesem Video. Und am Ende verrate ich euch noch, was denn so in den nächsten Tagen, Wochen und eventuell Monaten so geplant ist. Aber wir starten erstmal mit euren Fragen. Fangen wir an mit den ersten Fragen. Wie feierst du denn Weihnachten? Also dieses Jahr feiern wir Weihnachten auf AIDA. Da kommen wir schon wieder zu dem Thema, was ist geplant? Also vom 20. bis zum 27. Dezember sind wir auf AIDA Cosma. Da war ich ja schon dieses Jahr einmal auf dem Schiff und zwar auf den Kanaren. Also wir fliegen nach Teneriffa und dann sind wir eine Woche auf dem Schiff, halten auf Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria und Madeira. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Ich bin mit meinen Eltern unterwegs, also ich feiere eigentlich immer mit meinen Eltern Weihnachten. Ich glaube, ja, bisher was hatten wir noch, ich glaube einmal oder so habe ich nicht mit meinen Eltern gefeiert. Aber sonst eigentlich immer mit meinen Eltern, solange es noch möglich ist, möchte ich auch mit meinen Eltern weiterhin Weihnachten feiern. Aber ganz unkonventionell, meine Mama ist auch nicht mehr der größte Fan von Weihnachten zu Hause feiern. Wir haben keine Kinder in der Familie, für die wir das traditionellere Weihnachten sozusagen zelebrieren müssen oder möchten. Deswegen haben wir gesagt, wieder dieses Jahr, wir haben das ja schon mal vor ein paar Jahren gemacht, das hat uns super gefallen an Weihnachten mit AIDA auf den Kanaren. Es ist ein bisschen wärmer und man wird bekocht, man muss nicht aufräumen, es ist schön dekoriert. Und ja, darauf freue ich mich wirklich sehr, weil ich mich da dann hoffentlich ein bisschen entspannen kann und zur Ruhe komme für die eine Woche. Aktuell brauche ich das wirklich. Ja, es ist sehr viel los, privat, aber auch auf der Arbeit, jetzt vor Weihnachten. Also bis Weihnachten ist es wirklich, mein Tag könnte 48 Stunden haben und ja, ich komme aktuell zu nichts und der Spagat zwischen Arbeit, Social Media und Privatleben, Freunde, Familie, Freund ist gerade schwierig zu meistern sozusagen. Aber es wird besser. Frage Nummer 2, wann geht's an die Familienplanung? Ja, die Frage kam ja schon öfters bei mir und ich habe ja schon mal erwähnt, dass man eigentlich solche Fragen Frauen nicht unbedingt stellen sollte, weil es gibt natürlich Situationen oder Krankheiten, bei denen Frauen halt vielleicht keine Kinder bekommen können und dementsprechend bei der Frage schon empfindlich reagieren. Ich jetzt nicht, mir macht die Frage nichts, aber bei solchen Fragen müsstet ihr generell schon vorsichtiger sein, was jetzt um Familienplanung angeht. Generell kann ich sagen, also wir haben jetzt noch nicht gesagt, boah, ab dem und dem Zeitpunkt, da legen wir jetzt los, ne? Wir wollen schon Kinder, mein Freund und ich, aber wir sind da ganz entspannt, wir stressen uns nicht. Ja, ich bin 31 und werde 32 im Januar. Ich habe auch noch Nachrichten bekommen, ich werde zu alt und keine Ahnung für Kinder. Wir machen uns da wirklich keinen Stress. Wir gehen also ganz entspannt an und wenn es klappt, dann klappt's. Das ist so unsere Einstellung. Welcher Urlaub ist als nächstes geplant? Habe ich auch schon erwähnt. Gerade eben AIDA Cosma auf den Kanaren. Das ist so der nächste Urlaub. Und ja, ich fiebere auf den 20. Dezember hin, aber es ist tatsächlich nicht mehr so lang. Also weniger als einen Monat habe ich letztens den Countdown auf AIDA gesehen. Und ich mir, boah, also die Zeit. Erstmal habe ich keine Zeit und zweitens vergeht die Zeit so schnell, weil man halt so viel zu tun hat. Naja, was ist deine liebste Weihnachtssaison in einem Freizeitpark? Vielleicht ist es gemeint, in welchem Freizeitpark ich die Weihnachtssaison am besten finde. Also so verstehe ich jetzt die Frage. Also bisher habe ich noch nicht so viele Weihnachtsseasons mitgemacht. Jetzt im Legoland letztes Wochenende. Dann im Europapark war ich auch schon und im Disneyland. Ich glaube, das waren die einzigen Parks. Ja, und Wintertraum im Phantasialand.
Ich kann jetzt nicht sagen, in dem Park finde ich es am besten, weil jeder Park unterscheidet sich. Ich finde zum Beispiel im Disneyland Paris die Shows mega schön, vor allem auch die Weihnachtsparade und auch die Charaktere. Andere Parks sind dann besser, was die Deko angeht, zum Beispiel der Europa-Park, was die Weihnachtsbaumdekoration oder generell die Weihnachtsdeko angeht, ist der Europa-Park viel, viel besser. Ist auch im ganzen Tag Park verteilt, wie zum Beispiel im Disneyland Paris ist es ja nicht so. Deswegen, also ich kann jetzt nicht sagen, der eine Park ist meine Lieblings-Weihnachts-Season. Der Wintertraum im Phantasialand ist natürlich auch wunderschön. Ja, aber ich mag die Weihnachts-Season generell schon in den Freizeitparks. Was denkst du, wann eröffnet der neue Frozen-Bereich im Disneyland? Ja, gute Frage. Wenn ich in meine Glaskugel gucken könnte, dann könnte ich es euch vielleicht sagen. Also, es gibt ja noch kein Datum. Erstmal das vorab. Ich weiß, ihr möchtet das gerne wissen. Meine Meinung ist, dass es nächstes Jahr nichts wird. Also 2024 wäre sehr sportlich für Disneyland Paris, wenn ich mir die Baustelle aktuell so angucke. Es gibt andere Parks, die bauen innerhalb von einem Jahr einen neuen Freizeitpark. Wenn ich jetzt ans Legoland, an den Peppa Pig Park denke. Und Disneyland braucht halt ein bisschen. Ne? Klar, es sind andere, wahrscheinlich andere, ein bisschen andere Konditionen, wenn man dann noch einen See aushebt und einen Berg machen muss und so. Also ich denke, vor 25 wird das nichts. Und ich hoffe auf Early 25, also Anfang des Jahres 25, aber das sind alles Spekulationen. Im Sommer finde ich es halt nicht passend. Deswegen würde ich schon eher an Winter oder Herbst denken, wo es dann halt passend zu Frozen ist. Also wenn Frozen im Hochsommer aufmacht, weiß ich nicht, ob das so passend ist. Aber gut, das ist meine Meinung. Wirst du in deinem neuen Job eventuell noch die französische Sprache herangeführt? Die Schweiz lebt ja zweisprachig, daher wäre das ja auch interessant zu wissen. Ja, also ich werde nicht Französisch lernen müssen. Meine Hauptsprache auf der Arbeit ist tatsächlich Englisch und Deutsch, weil ich natürlich in Zürich stationiert bin. Auch der Bereich hier Zürich und Umgebung ist rein deutschsprachig. Es gibt natürlich Bereiche in der Schweiz, wie zum Beispiel jetzt Genf, wo ich auch schon mal öfter hin musste. Da wird natürlich nur Französisch gesprochen. Aber mit den Kollegen dort rede ich dann halt auf Englisch. Also es ist nicht unbedingt nötig, dass ich Französisch lerne für die Arbeit. Das wäre natürlich praktisch und auch fürs Disneyland, aber jetzt noch Französisch zu lernen, da bräuchte ich wirklich 72 Stunden pro Tag Zeit. Reisepläne 2024. Ja, es gibt Pläne, die verrate ich euch aber noch nicht. Es wird auf jeden Fall weit weg gehen und was ganz Besonderes sein und was ganz Großes. Also ja, da freue ich mich sehr drauf. Aber wie gesagt, das zu einem späteren Zeitpunkt, eventuell Ende diesen Jahres verrate ich euch, wo es dort für mich hingeht. Was arbeitest du hauptberuflich? Ja, ich bin Business Analytics Specialist bei einem Unternehmen am Flughafen Zürich. Und das klingt natürlich sehr nichtssagend. was mache ich auf der Arbeit? Also ein Teil meiner Arbeit ist Datenanalyse. Ich analysiere Daten aus verschiedensten Bereichen des Unternehmens, hauptsächlich in Power BI. Also automatisiere ganz viel. Als Basis braucht man meistens halt Excel, das heißt, in Excel bin ich, würde ich sagen, auch mal ganz gut. Das ist so ein Bestandteil meiner Arbeit, Datenanalyse. Und der andere Bestandteil meiner Arbeit sind verschiedene Projekte, an denen ich arbeite. Dort bin ich dann auch Projektmanager und das ist so, was ich mache auf der Arbeit. Gehst du auch in Bayern Park zum Winter-Event? Nee, leider nicht. Ich schaffe es nicht. Also meine Wochenenden, das kommen wir jetzt später zu, sind bis Ende Dezember ausgeplant und ich schaffe es dieses Jahr leider nicht. Und es ist natürlich auch eine Strecke, es sind um die vier Stunden von Zürich und schaffe ich leider nicht. Premier Access, nur eine kürzere Wartezone oder geht man sofort zum Einsteigen? Also wir waren ja letztes Mal jetzt auch mit der Priority Card unterwegs und die Priority Card ohne Rollstuhl darf ja auch durch den Premier Access Pass. Premier Access Eingang. So, genau. Das heißt, es kann schon sein, dass man mal 5 bis 10 Minuten wartet, weil nicht nur die Premier Access Leute da sind, sondern auch die
Premier Access-Leute und die Priority Card-Leute, jetzt muss ich das nicht verwechseln. Die beiden sind natürlich dann auch in der Schlange und es kann zu 5 bis 10 Minuten Wartezeit kommen. Und auch beim Hyperspace zum Beispiel kommt man nicht direkt an der Attraktion raus, sondern man kommt an einer Stelle raus, wo man trotzdem auch noch die Treppe runtergehen muss. Also da kann es auch nochmal zu 5 bis 10 Minuten Wartezeit kommen. Kommt drauf an, wie schnell die Abfertigung ist. Also man kommt nicht sofort dran zum Einsteigen. Welche Achterbahnen in Europa willst du mal ausprobieren? Oh, es gibt, also so direkte Achterbahnen kann ich gar nicht so definieren. Es gibt Parks, die ich gerne noch besuchen möchte. Und zwar den Heidepark würde ich noch gerne mal nächstes Jahr besuchen. Oder halt vielleicht auch Port Aventura in Madrid. Weil es gibt ja Gerüchte, dass der Park ja von Universal aufgekauft wird. Und ich würde mir den Park gerne vorher anschauen. Und dann halt nochmal, wenn halt Universal es vielleicht gekauft hat. Dann, nochmal danach. Also das wäre so die 2 Parks, die ich eventuell nächstes Jahr mal besuchen möchte. Bist du am 8. Januar im Disneyland Paris zu Symphony of Colors da? Ja, bin ich. Ich werde am 7. Januar morgens mit dem TGV rüberfahren und bin dann fliege dann am 9. morgens mit der ersten Maschine direkt zurück nach Zürich, damit ich dann auch direkt vom Flieger zur Arbeit kann und mir im Prinzip nur den Montag freinehmen muss. Wie ist Silvester im Disneyland Paris? Ja, ich war bisher nur einmal da in Silvester. Das war vor Corona mit meinem Freund damals. Ja. Es ist halt mega voll. Es ist super voll. Dieses Jahr ist das erste Mal, dass keine Neujahrsparty stattfindet. Das heißt, es ist dieses Jahr ein besonderer Tag. Also Daniel wird ja vor Ort sein mit Sven. Schaut da gerne dann bei ihm vorbei in den Stories und auf YouTube. Er wird auf jeden Fall ein Video drüber machen. Er war ja auch dieses Jahr bei Halloween dabei, wo es dieses Jahr auch keine Party gab. Da war es auch nichts Besonderes. Was auf jeden Fall da geben wird, ist das tolle Feuerwerk um 0 Uhr. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und es gibt auch diese besonderen Essen in den verschiedenen Restaurants, die aber auch nicht kostengünstig sind. Ansonsten, ob dieses Jahr dann eine Neujahrsparade gibt oder irgendwas noch Besonderes, wurde bisher nicht angekündigt. Wie gesagt, es ist das erste Mal dieses Jahr, dass es keine Neujahrsparty gibt. Was arbeitest du? Habe ich schon beantwortet. Warum bist du in die Schweiz gezogen? Arbeit, Freund, schönes Land. Alles von allem? Nein. Also der hauptsächliche Grund war natürlich mein Freund, der hier schon seit 3 Jahren gewohnt hat und wir seitdem natürlich eine Fernbeziehung geführt haben. Das war so der primäre Grund, aber ich konnte halt nicht ohne Job hierher kommen oder hier wohnen. Deswegen musste ich dann einen Job suchen. Und an dritter Stelle dann das schöne Land. Aber der Hauptgrund war natürlich mein Freund. Wie kann ich günstig ins Disneyland Paris reisen? Ja, das ist natürlich jetzt hier für das Q&A ein bisschen ein sehr großes Thema. Aber es gibt darüber YouTube-Videos. Also schaut da einfach an meiner Playlist vorbei. Tipps und Tricks fürs Disneyland Paris. Da rede ich, wann ist die beste Reisezeit, wie kann ich günstig ins Disneyland Paris kommen, lohnt sich eine Jahreskarte, eine Pauschale, ich habe das mal durchgerechnet. Also da schau mal auf jeden Fall bei der Playlist vorbei, da gibt es super viele Videos, Tipps und wie man auch günstig ins Disneyland Paris kommt. Keine Frage, wollte mich einfach mal für alles, was du machst, bedanken. Oh, vielen, vielen Dank, das freut mich sehr. Wie viele Jahre in Folge bist du schon Jahreskartenbesitzerin im Disneyland Paris? Seit September 2018, das heißt jetzt 5 Jahre. Genau. Aber durch Corona wurde die ja immer verlängert. Das heißt, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt, es müsste meine 4. sein. Und im April muss ich dann die neue 700-Euro-Karte kaufen. Ja, ich habe noch die Infinity. Kannst du das mit dem Fotopass erklären? Wo muss man hin? Wie läuft das ab? Ja, kurz gesagt, wenn ihr einen Fotopass haben möchtet im Disneyland Paris und keine Jahreskarte, dann bekommt ihr den immer in Floras Boutique. Floras Boutique ist direkt am Anfang der Main Street auf der rechten Seite. Wenn ihr aufs Schloss guckt, direkt der erste Shop an der Ecke. Auf der anderen Seite ist das Emporium. Rechts an der Ecke ist Floras Boutique. Da geht ihr rein und dann könnt ihr sagen, ich hätte gern einen Fotopass. Und dann bezahlt ihr mittlerweile, ich glaube, 75 oder 79 Euro. Ich weiß es nicht genau. Und dann bekommt ihr eine Karte. Und mit dieser Karte könnt ihr dann zu Charakteren gehen, wenn dann ein Fotograf ist, eben die Karte geben. Oder auch an Attraktionen.
Wenn ihr OnRide-Bilder haben möchtet, müsst ihr euch dann meistens nach dem OnRide, dann seht ihr die Bilder ja auf dem Bildschirm, dann müsst ihr euch die Nummer merken, dann geht ihr zum Fotopass zur Kasse, der ist immer direkt dahinter, und sagt dann die Nummer und dann scannt ihr eure Karte und dann habt ihr alles auf der Karte drauf. Genau. Oder ihr geht auch andersrum, ihr macht Fotos bei Charakteren und dann bekommt ihr eine Papierkarte und ihr sagt, oh, die Fotos sind so schön. Und ich möchte vielleicht noch mehr Fotos machen mit anderen Charakteren, dann könnt ihr auch mit der Karte zu Floras Boutique gehen, mit der Papierkarte und sagen, okay, packt mir die Fotos von der Papierkarte auf den Fotopass und dann könnt ihr den auch weiter benutzen. Zu Hause oder halt vor Ort könnt ihr auf die, also ich gebe immer bei Google ein, Disneyland Paris Fotopass mit PH, Fotopass, bei Google eingeben und dann kommt eine Seite mit .eu. Ich weiß nicht genau, Disneyland Paris Fotopass.eu, irgendwie sowas. Aber wenn ihr das auf Google eingibt, findet ihr das. Und dann könnt ihr da über die Seite euch registrieren und einloggen mit der Fotopass. Da ist eine Nummer drauf, die müsst ihr dann da eingeben. Und dann seht ihr eure Fotos online und könnt die auch aufs Handy runterladen oder dann auch mal ausdrucken, privat. Genau, kurz mal erklärt, so im Schnelldurchlauf. So funktioniert der Fotopass. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn nicht, fragt nochmal gerne in die Kommentare. Wenn es expliziter sein soll, dann erkläre ich das auch nochmal gerne schriftlich. Generell, wenn ihr noch mehr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Dann geht's nochmal auf eine Cruise. Liebe die Vlogs vom Schiff. Also normale Cruise, ja, jetzt im Dezember von AIDA. Disney Cruise würde ich auch gerne mal. Wir haben tatsächlich mit Cheryl und ihrer Mutter drüber gesprochen und meiner Mama, weil die waren ja zusammen im Disneyland. Und vielleicht planen wir tatsächlich mal eine Vierertour zusammen jetzt hier im Mittelmeer. Ja, das wäre natürlich cool. Mal gucken, ob es klappt. Aber ist noch nichts gebucht. Aber ja, mal gucken. Ich hätte schon Lust drauf nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Mal schauen. Dein bisher schönster bzw. beeindruckender Moment im Disneyland. Also mein schönster Moment im Disneyland war die Eröffnung nach Corona. Dort wieder zu sein, der Park war monatelang geschlossen und man konnte nicht da sein. Und dann so nach der ganzen Zeit zu Hause und so und dann im Park zu sein, die Castmember an der Main Street. Also das war für mich einer der schönsten und auch emotionalsten Momente, die ich bisher im Disneyland Paris erleben durfte. Beeindruckendster. Also ich bin immer sehr dankbar und ich bin sehr dankbar immer, wenn ich zu so Special Events eingeladen bin vom Inside Ears Team. Zu den Previews vom Avengers Campus oder so, da bin ich mir sehr, sehr dankbar und das ist natürlich auch sehr privilegiert und beeindruckend, dann bei sowas teilnehmen zu dürfen. Aber das kann ich jetzt nicht, den beeindruckendsten Moment kann ich jetzt nicht genau sagen. Also ja, die Eröffnung vom Avengers Campus war auch wenn es regnerisch war, sehr beeindruckend. Die erste Drohnenshow vom 30. Geburtstag war auch sehr beeindruckend oder die Drohnenshow beim Eröffnung vom Avengers Campus. Das sind so beeindruckende Momente, wo Disneyland Paris halt wirklich dann die Kinnlade einem runterfällt, weil das natürlich immer sehr krass ist, sowas Neues zu sehen. Und ich freue mich halt sehr auf Symphony of Colors im Januar, auf die neue Drohnenshow, da bin ich sehr gespannt. Ja, das waren eure Fragen. Und jetzt kommen wir mal zur Planung. Was ist denn so geplant in nächster Zeit? Ja, genug kann ich sagen. Viel zu viel eigentlich. Ich habe mir wieder viel zu viel vorgenommen. Und dementsprechend rennt mir die Zeit davon. Aber es ist jetzt so und wie gesagt, es wird besser. Ja, heute ist Dienstag, wenn das Video rauskommt. Und es ist auch heute wirklich Dienstag, weil ich nehme das Video heute jetzt vor der Arbeit auf, schneide es, lade es hoch und dann geht es heute Abend online. Am Donnerstag kommt das Video dazu online. Morgen, also am 29. November, bin ich nochmal beim Lion King Musical hier in Zürich eingeladen und mit Backstage-Tour. Das heißt, ich war letzte Woche ja schon, da hatte ich ja Tickets von meinem Freund geschenkt bekommen zum Geburtstag. Da war ich dann mit einem lieben Arbeitskollegen und morgen bin ich dann nochmal beim Musical und nach dem Musical dürfen wir eine Backstage-Tour machen. Und dann nehme ich euch dann natürlich auch mit der Kamera mit. Das Video kommt am Donnerstag online. Dann geht es am Samstag ins Phantasialand zum Wintertraum mit Daria und Daniel und Sven sind dabei. Genau, und dann darauf die Woche, am 6. Dezember, Mittwoch, bin ich bei der Harry Potter, wie heißt jetzt, Vision of Magic heißt es, glaube ich. Jetzt muss ich nochmal gucken, jetzt blamiere ich mich schon wieder.
Gib mir eine Sekunde. Harry Potter Visions of Magic. Genau. Läuft ab 8. Dezember ja eigentlich im, also für alle, für im Odysseum in Köln. Da habe ich auch noch Tickets mit Daria. Also ich bin zweimal da nächste Woche. Also einmal am 6. Dezember zur Preview wurde ich eingeladen. An der Stelle vielen Dank ans Odysseum in Köln. Und da nehme ich euch dann schon mal mit der Kamera und in der Story mit, zeige euch die ersten Eindrücke. Und dann bin ich auch noch mal am 8. Dezember mit Daria dort. Daria kann zur Preview leider nicht mitkommen. Die muss arbeiten. Genau, da bin ich am 8. Dezember in Köln mit Daria. Und an dem Wochenende, am 9.10. ist nichts geplant. Da muss ich wirklich Zeit mit meinem Freund verbringen. Sonst geht er mir aufs Dach und er freut sich auf jeden Fall sehr, dass wir mal ein Wochenende zusammen haben. Dann, darauf das Wochenende, ist Disneyland Paris geplant. Vom 15. bis zum 17. Dezember. Cheryl, Nina, Brina und ich verbringen zusammen ein Wochenende. Wir sind auch dann am Samstag, gibt es eine Inside Ears Weihnachtsfeier. Und verbringen das Wochenende zusammen. Dann habe ich ja schon erwähnt, am 20. Dezember geht es auf AIDA mit bis 27. Wir fliegen ab Köln. Das heißt, ich werde am 19. abends schon nach Köln fliegen und dann mich mit meinen Eltern dann am Kölner Flughafen am 20. morgens treffen. Ja, und wie gesagt, da freue ich mich sehr drauf. Danach, Silvester, keine Ahnung. Also ich bin ja nicht der größte Silvester-Fan, das wisst ihr. Habe ich ja schon erwähnt, mein Freund auch nicht. Vielleicht sind wir bei ihm in der Heimatstadt, wo er herkommt. Aber das steht auch noch nicht komplett fest. Vielleicht sind wir auch hier in Zürich, machen einen ganz entspannten Zockerabend bei ihm zu Hause. Mal sehen. Es ist halt, wie gesagt, nichts geplant. Nach AIDA bin ich jetzt auch mal froh, dann noch ein paar Tage ein bisschen ruhiger zu machen. Ich muss auch am 28. und 29. Dezember arbeiten, da habe ich nicht frei. Genau, das ist so der Plan. Dann habe ich auch schon gesagt, dass ich dann im Disneyland Paris bin, vom 7. bis zum 9. ist jetzt, ich sage 7. und 8. bin ich im Park, am 9. fliege ich wieder zurück. Also am 7. und 8. könnt ihr mich vor Ort treffen, wenn ihr möchtet. Und ja, das sind so die Pläne jetzt bis Anfang Januar. Und viel, viel geplant. Und dann bis Weihnachten, nach Weihnachten wieder ein bisschen entspannter hier. Ja, das war mein Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.